Dann sage ich herzlich willkommen hier zum Riesling-Schorle-Wassertest. Mein Name ist Steffen Michler von weinsandzurück.de und ich freue mich ganz doll, dass wir heute lauter Weinexperten und Schorle-Experten mit dabei haben, nämlich die Macher der Wein, die wir auch zum Wasser probieren werden. Einmal der Helmut Dating, ganz links hier vom Weingut Dating, der Jan Eimael von Weingut Eimael und von Sofstanbach ist der Philipp hier mit dabei. Ja, also wir werden jetzt gleich drei Wasser probieren und drei Weine und danach werden wir Wasser und Wein probieren, werden einfach mal schauen, was da so für Überraschungen auf uns zukommen, wie das Wasser schmeckt. Wasser ist nicht gleich Wasser, das ist vielleicht was, was man gar nicht so einfach glauben kann, wenn man es noch nicht probiert hat. Beim Wasser ist es so, dass es unterschiedlich mineralisiert sein kann, kann mehr Kalzium, weniger Kalzium drin sein, das beeinflusst den Bittergehalt zum Beispiel, oder kann Hydrogencarbonat viel drin sein, das puffert die Säure, kann Magnesium drin sein, das macht es ein bisschen süßer, kann Sulfat drin sein, das macht es wieder ein bisschen bitterer und dadurch kriegt eigentlich ein Wasser einen ganz, ganz individuellen Geschmack. Und spannend ist, dass sich das auch auf den Geschmack der Weine nachher auswirkt. Ja. Und bevor wir dann reden, würde ich vorschlagen, wir fangen einfach an zu probieren mit den drei Wassern. Die stehen bei dir, Helmut, in der Kiste. Und zwar machen wir es ja auch alphabetisch, dass wir sagen, wir fangen einfach mit der Bergquelle an, von links nach rechts. Und dann in der Mitte die Elisabethenquelle. Und ganz rechts kommt dann das Petersthaler Wasser. Ja, wir probieren jetzt einfach mal. Aber kann ich schon mal sagen, dass einfach die zwei letzten Petersthaler Elisabethen viel mehr sprudeln wie das. Ja, das Bergquelle sprudelt am wenigsten. Bei mir sprudelt das Petersthaler im Augenblick am meisten. Aber das ist Ja. Also die beiden rechten Wasser halten auf jeden Fall die Kohlensäure besser. Das linke ist schon fast tot, still. Hat auch sehr große Blasen. Gut, probieren wir es nochmal. Also ist bei mir jetzt mal vom Mundgefühl her auch so, bei Bergquelle, dass es wirklich ein bisschen das Größte ist vom Perlen her. Oder? Ja, finde ich auch so. Also die Petersthaler und Elisabethen hat man wirklich fast mehr im Mund, so vom Kühl, bleibt länger halten und sind beide deutlich salziger, finde ich. Ja. Also die Bergquelle finde ich recht neutral. Das würde das eigentlich auch bestätigen, wir haben hier die Analysen, die seht ihr natürlich dann auch, und Bergquelle hat den geringsten Mineralstoffgehalt von diesen ganzen Wassern, also das ist recht neutral eigentlich. Ja. 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 Aber was ist wirklich mal diese großen Perlen im Mund, die vergehen dann aber auch relativ schnell. Ja? Und wenn man das Bergquelle oder Elisabethenquelle, sind ähnlich von der Haptik her, vom Salzigen her. Und wenn man die so im Mund hin und her spült, bleibt die Kohlensäure länger präsent. Ein bisschen feiner. Ja, sie ist auch fast schärfer irgendwie, ne? Auf der Zunge, so die Kohlensäure. Also definitiv. Die beißt so ein bisschen richtig, ja. Das feinste Trinkwasser, wenn ich jetzt nur Wasser trinken wollte, wäre jetzt für mich das Petersthaler. Es läuft einfach feiner und es trinkt sich eleganter. Petersthaler ist ganz rechts, ne? Nee, in der Mitte ist Petersthaler. Rechts hast du schon Elisabethenquelle. Ja, genau. Ich habe das auch so. Bergquelle, Petersthaler ist Elisabethenquelle. Ah, gut. Also eingeschenkt haben wir es anders. Eingeschenkt haben wir auch. Perfekt, gut an. Eingeschenkt haben wir Bergquelle, Elisabethenquelle, Petersthaler. Okay, müssen wir die zwei drehen, ne? Okay. Ja? Bei mir ist es auch so. Also ja, so sind die Flaschen durch. Die Flaschen sind so durchgekommen, eben so recht. Ja. Die Flaschen sind so durchgekommen. Also das heißt, bei dir ist es quasi das Elisabethenquelle, wo du sagst, das ist. Genau, das mittlere Glas, Elisabethenquelle. Das ist auch. Da ist die Kohlensäure für mich nicht so scharf wie bei Petersthaler, weil das scheinbar ein bisschen besser abgepuffert ist. Ich
Das hat am meisten Hydrogencarbonat, was so Säure auch puffert, ja, was das in der Balance hält. Okay, also du würdest sagen, das, was du am liebsten trinken würdest, ist für dich Elisabethenquelle. Ja, definitiv, ja. Ja. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich am liebsten Peterstaler trinke, damit das so vom Trinkwasser her am besten schmeckt. Jetzt ist Peterstaler etwas zu salzig, ich finde ihn auch Elisabethenquelle, finde ich auch am angenehmsten. Ist Peterstaler ist es überhaupt so? Oder? Tatsächlich auch vom Natriumgehalt am höchsten. Das ist halt der höchste Natriumgehalt und damit ist es tatsächlich auch am salzigsten. Wobei das interessant ist, also Natrium ist eigentlich so ab 200 Milligramm spricht man von salzig und um das mal zu sagen, also das Peterstaler hat 124 Polylar, also es ist eigentlich noch relativ weit unten, aber dem direkten Vergleich schmeckt man es natürlich aus, ja, dass es ein bisschen mehr salziger ist. Gut, super. Ja, haben wir das Wasser schon mal probiert. Glucker, glucker, glucker. Tun wir einfach, würde ich sagen, ausschütten. Schorlewein, wenn wir über Schorlewein reden, reden wir natürlich über Riesling trocken. Ich finde, das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Schorle ist Riesling trocken, alles andere sind Ausnahmen von Schorle. Winterflasche eigentlich auch. Ja. Also, der kommt jetzt aus dem Hause Dambach und hat 12% Alkohol. Und das ist der Wein, den ihr normalerweise auf dem Waschmarkt ausgeschenkt hättet, aber den auch schon beim Grottefest. Ja, richtig, genau. Sag mal, was du willst. Ja, richtig. Also, das ist unser. Wie gesagt, schon der Riesling trocken, total wichtiger Wein für uns. Sven und ich machen das ja noch gar nicht so lange hier in Dürkheim. Vorher haben wir woanders gearbeitet, wo es zuletzt auch gar keine Literweine mehr auf der Karte gab. Aber umso, also wir haben große Freude daran und lieben auch die Weinfestkultur. Und deswegen ist der Basis-Riesling bei uns ein wirklich wichtiger Wein und da muss es noch passen. Und wir sind Dürkheimer Lagen. Ja, wir versuchen immer die Weine recht, also natürlich mit viel Ausdruck, aber trotzdem mit einer Schlankheit oder einer Filigranität abzufüllen, dass sie eben nicht zu kräftig in dem Basissegment werden. Und ja, die müssen einfach Trinkfluss haben und Spaß machen. Und das probieren wir jetzt. Ja, wir machen. Natürlich unverkennbar Riesling, klar. Sogar fast ein bisschen, ich probiere fast ein bisschen würzig, ja. Vielleicht leicht ein bisschen grüne Noten auch, finde ich jetzt auch in der Nase, aber durchaus, wie du gesagt hast, animierend. Also eigentlich schon wirkt relativ konzentriert sogar. Ne? Saftig, ja, trotzdem aber schlank. Ja, feine Frucht am Abgang. Ja. Lecker. Wir haben gut Waschmaßfreund gewesen. Ja. Vielleicht hat er ja nächstes Jahr noch ein bisschen. Ja, also heute haben wir den ersten für nächstes Jahr gelesen. Ja. Mal schauen. Toi, toi, toi. Okay, Hermann, drück mal raus. Dann machen wir jetzt den von dir. Ja, sag mal was dazu. Ja, das ist unser Gutsriesling trocken. Lesen wir immer aus verschiedenen Arten, verschiedene Weinberge. Vielleicht ganz interessant dann auch von der Säure her. Die Säure ist gut abgepuffert und ja, der Wein hat so letztes Jahr, war ja ein relativ guter Jahrgang, doch über 85 Grad sogar. Und ist so unser Brot-Butterwein, den wir halt auch verkaufen. Auf dem Wurstmarkt hätten wir den nicht gehabt, sondern da hätten wir einen Cabernet. Und du sagst, die Säure ist gut abgepuffert. Wie viel Säure hat der? Der hat 8. 8, ach, echt? Ja. Okay. Dann ist er wirklich gut abgepuffert. Ja, das ist wunderbar. Ja, ist auch ein bisschen
hintenrum merkt man so ein bisschen, oder? Der zieht so leicht, also so knackige Cutter. Weil es auch schmelzig, hat auch ein Mundgefühl. Ist jetzt ein bisschen gelbfruchtiger als von da. Ja, wir gehen generell mit der Restling relativ ein bisschen höher im Ausgemisch, um das halt auch ein bisschen diese reife Frucht zu auch dieses Mundgefühl zu haben. Ja, ja. Auch ein bisschen das Gelbfruchtige natürlich. Ja, ist schon ein kräftigerer Typ. Alkoholgehalt ist allerdings gleich. Ne? Also 12%? Auch schon 12%. Ja. Restsüße? Restsüße liegt, glaube ich, bei 7,67 Euro. Ganz ähnlich. Auch ganz ähnlich. Ja. Wobei unser Säuregehalt etwas geringer ist. Also noch keine 8, 7,6 glaube ich. Ja, das können wir mal gespannt sein, was das dann da mit den Wassern passiert mit der Säure. Gut, dann machen wir von Pfeffing jetzt noch den nächsten. Realistische Bedingung, halb warm, schade, bei 30 Grad. Im Waschmarkt wäre das genau die Bedingung. So, jetzt kommt vom Jan der Liter Riesling und ja, auch wieder ein bisschen andere, also Riesling, aber wieder ein bisschen anderer Typ. Mehr in Richtung Zitrus gehen, finde ich jetzt eher zu grüner Noten. Genau, Gemüse. Ja, wobei ähnliches wie bei dir, Philipp, also auch nur 7,4 etwa. Ja, wirkt ein bisschen zitronig, ja. Ist überwiegend von sandigen Lagen. Das ist so unser wichtigster Wein für die Gastronomie und für die Feste überwiegend. Und aus der Grundidee heraus füllen wir den überhaupt. Ist bei uns ein wichtiger Wein, obwohl wir ihn nach außen hin nicht so gerne zeigen eigentlich. Das ist so. Naja, aber es geht euch wahrscheinlich auch so, man hat andere Weine, die vielleicht mehr Aufmerksamkeit verdienen. Aber nichtsdestotrotz natürlich die Visitenkarte von jedem Pfälzer Wein. Also für mich ist immer der Einstiegswein ist der einfachste Riesling und wenn der gut gelungen ist, dann denke ich schon, dass ein Weingut sich da auch in den oberen Chargen besser gut bewähren kann. Ne? Ja, auf jeden Fall. Die Basis muss immer stimmen. Ne? Ich meine, wenn die Schale gut schmeckt auf dem Waschmarkt, kommen die Leute vielleicht schon mal zu dir. So ist es, ja. Wenn der sagt, gut, der war aber lecker. Dann, wenn der eklig und trinkst die Schale, dann denkst du, uah, was hat denn der dann da gemacht? Ja, das haben wir ja alle schon früh erfahren, welche Schale gut und nicht gut ist. Und das ist jetzt sind wir auf dem ersten Weinfest. Ich denke, das ist ein Ranking auf dem Wurstmarkt, wo der Schall am besten oder wo er gut riechbar ist. Das merken die Leute, zumindest die Pfälzer schon relativ schnell. Ja, man kriegt es dann auch immer wieder zu hören, wenn er irgendwo nicht schmeckt. Genau. Hast du den schon probiert? Ja, aber man muss auch zugute halten, dass es viele, viele gute schon vermeiden. Gibt. Ja, darum prüfen wir das ja, ne? Ja. Geprüfte Qualität auf dem Wurst. Und wie ihr gesagt habt, das ist die Visitenkarte, wenn das nicht schmeckt, ja, dann habe ich gar keine Lust, die anderen zu probieren. Weil dann denke ich, dann wird es bestimmt besser, wenn ich merke, was gibt. Nee, eigentlich ist ja, genau, andersrum. Basis und Stimmen, wird es gut. Okay, dann haben wir jetzt einen kleinen Marathon vor uns. Den werden wir dann im Video auch so ein bisschen schneller laufen lassen. Jetzt werden wir nämlich diese drei Weine, es soll ja bei den drei Weinen auch gar nicht darum gehen, welches jetzt der bessere oder schlechtere ist, das liegt immer auch im Auge des Betrachters, sind einfach drei unterschiedliche Weine und die lassen wir jetzt in den Gläsern so ein bisschen als Referenz und dann machen wir mit den kleinen dunklen Gläsern, werden wir jetzt mit jedem Wein alle drei Wasser durchprobieren und werden einfach mal schauen, wie sich das mit dem Wasser verändert. Und damit wir hier ungefähr gleich geeicht sind, also diese schönen Duppelgläser haben ja Duppen und wir machen zwei Duppen hoch Wein und dann noch ein Duppen höher das Wasser und dann haben wir zwar eine relativ fette Schorle, aber ich denke so klassische Wurstmarktschorle eigentlich. Das ist mit dem vier Finger breit Wein und vier Finger breit Wasser, das passt hier nicht so ganz. Wird hier schwieriger. So ist es, ja. Okay, dann hoffe ich mal, dass wir da durchkommen damit. Willst du mal anfangen? Ja, bitte. Ja.
konnte ich noch nie im Die ist zu fett. Ist egal, mach halt in der Wasserflasche. Du musst schon in jedes Glas das machen. Achso, ja, das ist jede Bedingung für dich. Ich bin überfordert jetzt schon. Ja, ganz spannend, das Doppelglas ist ja auch eine Original-Dürkheimer-Erfindung. Haben die Dürkheimer Metzger im 19. Jahrhundert, war es glaube ich, das Doppelglas erfunden. Vorher gab es wohl nur diese Stangengläser. Und die Stangengläser, die haben einfach diese Eigenschaft, dass sie zylindrisch sind und glatt. Und wenn die Metzger früher die Hofschlachtungen gemacht haben, dann sind die Stangengläser immer durch die Finger gerutscht mit fettigen Fingern. Deswegen hat man Glas gebraucht, was einem nicht aus den Fingern rutscht. Ich meine, das ist natürlich ein schönes kleines hier. Die richtigen sind dann die Halbliterklasse, also die große Duppengläser. Und da brauchen wir mal was erhöhen. Das ist weniger einschränkend, Jungs. Wir machen jetzt. Ich hole nochmal Wasser. Ich habe noch beide Kalkstellen. Also okay. Alles gut. Also damit wir es jetzt richtig haben, Bergquelle, dann kommt Elisabethen. Ich brauche auch nicht Peterstaller. Ja, hier kommt Peterstaller, wir haben gesagt, wir machen es auch. Wir haben es hier gemacht. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir Peterstaller in die Mitte eingeschränkt haben. Okay, also Peterstaller kommt in die Mitte. Und Elisabethen ganz rechts. Damit keine Missverständnisse aufkommen. Bergquelle, Peterstaller, Elisabethenquelle. Spannend finde ich jetzt, wo der Wein drin ist, dass jetzt bei der Bergquelle da die große Blase optisch besser aussehen. Das sieht mehr nach Schorle aus. Bei mir nicht so. Bei mir auch nicht. Okay. Dann ist es Kanister. Kann aber auch ein bisschen am Wein auch liegen. Okay, also die Referenz ist hier der Lambach Riesling in den Gläsern mit den drei Wassern. Zum Peterstaller ist total gewaltig, weil es plötzlich auch süß wird. Ne? Ja, genau, und nach viel mehr Aroma vom Wein rauskommen. Also man hat das Gefühl, das Peterstaller belebt den Wein, ja, und das Bergquelle macht den Wein eher brennend zum Glück. Das Elisabethenquelle, das puffert den Wein so ein bisschen. Also ich habe nie so die Säure wie beim Peterstaller. Finde ich anders, muss ich sagen. Ja, ich finde das. Anhieb. Ja. Elisabethenquelle, irgendwie finde ich, dass der Wein frischer wirkt. Ja. Bei dem Peterstaller finde ich das fast ein bisschen süßlich vom Eindruck. Peterstaller hat auch mehr Kohlensäure noch im Geschmack, finde ich. Finde ich auch, war mein erster Direkteindruck. Der Elisabethenquelle gefällt mir eigentlich besser. Das hat Frische, das ist gut blubber. Also. Was bei mir ist, ich weiß nicht, ob das für euch, wenn ich vom Peterstaller einen Schluck nehme, das ist zwar sehr frisch, der Wein ist da, wenn ich das dann schluck, dann ist so, dass, wenn der Wein hinten runterläuft,
hört es irgendwie auf zu blubbern. Ja, also das blubbert nicht bis in der Rache rein. Wenn ich die Elisabethenfälle schluck, dann funkelt es so ganz langsam aus. Also da hast du das Gefühl, die Blasen sind so ganz klein und es ist wie so ein Schaum, der dann ist. Also nicht wirklich Schaum, aber erst die Kohlensäure läuft weiter runter. Also das hat mehr bis nach hinten, das Elisabethenquelle. Das hat mehr Frische und mehr. Genau, du spürst den Wein hier noch. Ja? Beim Petersaler ist er hier schon weg. Macht vielleicht auch schon viel Dauer ein bisschen satter, dann das Petersaler. Also auch wenn es den Wein selber besser tut oder den Wein stärker vorbringt. Okay. Ich finde jetzt, das Petersaler hat noch mehr, zeigt für mich schon mehr Kohlensäure am Abgang. Ja, die Elisabethen ist so ein harmonischer für mich, aber das Petersaler hat irgendwie im Abgang etwas mehr Frische. Ja, ich finde es ein bisschen grobperliger, ja, aber dadurch ist es auch präsenter. Das ist nur Elisabethenwelle geht für mich weiter. Aber das ist natürlich jedem sein Geschmack, wie er hat. Ich glaube, völlig klar ist, Bergquelle ist nicht gut für den Wein. Und Petersthaler, Elisabethenquelle, hält sich so ein bisschen. Bei mir war es jetzt Elisabethenquelle, beim Helmut, glaube ich, war es jetzt Petersthaler. Also ich finde beide nicht schlecht, aber es ist, sagen wir, Filigraner ist es Elisabethenquelle, aber es geht von mir ganz viel mehr. Das könnte man jetzt auf den Jahrgang des Weines so ein bisschen abstimmen, wenn jetzt ein eher säurebetonter Jahrgang hast, würde ich vielleicht eher Richtung Petersthaler gehen, was den Wein ein bisschen harmonischer macht und abpuffert, und wenn du dann vielleicht einen kräftigeren Jahrgang hast, würde ich vielleicht eher Richtung Elisabethenquelle gehen. Das wäre ein komplizierter Waschbank. Er hat Progression und Progression. Sandstark Raum, 30 Meter Schlange. Wir haben drei verschiedene Wasser, wie hätten Sie es denn gerne? Gut, super. Dann. Ex und weg. Als nächstes Helmut sein Riesling. Ich hab schon hier. Ich hab schon zwei Flaschen, weil mit einer kann ich. Die ist wohl lange Zeit, ne? Ja, ich hol dir was. Ich kann aber auch nochmal Kohle. So, wir fangen wieder an mit Bergquelle. Dann kommt Petersthaler. Das ist so ein ungewohntes Gefühl beim Schoppeglas, so vorsichtig an der Tische. Petersthaler ist leer. Habt ihr noch? Wenn ihr noch was gesprochen habt, dann probieren wir auch noch. Das ist Petersthaler, ja. Wir haben schon. Ich weiß nicht, ob sich das dann irgendwo bemerkbar macht. Ich habe es auch gedacht, ja, bei einem Plastikkampf. Ja. Ich denke, also bei Plastik oder Mineralwasser, dann denke ich immer, ich merke so das Plastik. Ob das einen Einfluss hat aufs Mineralwasser, wenn es länger gelagert wird, das weiß ich nicht. Wusste ich mal etwas schon? Ja, ich stelle es einfach da gespannt. Helmut Dating sagen Riesling und natürlich wieder Bergquelle, Petersthaler, Elisabethenquelle. Dann schauen wir mal, was hier passiert.
hier die Kohlensäureunterschiede nicht so groß in dem Wein. Es hat so ein bisschen was Schaumiges, fast so. Es geht so ein bisschen so, öffnet so den Mund, die Kohlensäure. Und die Bitternis, was wir vorhin bei der Bergquelle hatten, ist auch jetzt nicht so extrem. Und mir gefällt dir auch die Bergquelle besser wie vorher. Finde ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, sehe ich genauso. Bergquelle macht sich mit eurem Wein besser. Ne? Was mir nicht so gefällt bei der Bergquelle, ich finde es so ein bisschen leicht seifig in den Nachgang. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass euer Wein einfach dieses Gelbfruchtigere hat. Ja? Das wird zwar auch zurückgenommen, aber dann nicht so stark wie bei euer. Ne? Hat schon Frucht, aber ein bisschen Würze. Ne? Die Frucht wird schon in der Bergwelle bei eurem total weggenommen, da ist es nicht so. Aber es ist im Mund für mich dann ja, erstmal zitronig. Mhm. Ja? Mhm. Aber es strahlt eine gewisse Frische aus. Ne? Das hat es beim ersten nicht gehabt. Also schlägt sich hier deutlich besser. Gute Bergwelle, kann man nehmen. Bei dem Petersdaler kommt auch gut die Mineralität raus vom Wein, finde ich. Beim Elisabethenquelle ist das ein bisschen ja, filigraner und ein bisschen abgepufferter, finde ich. Also ich die beiden Petersdaler und Elisabethenquelle sind für mich so ein bisschen schaumiger als die Bergquelle. Und es ist mir fast ein bisschen zu arg, muss ich sagen, fast ein bisschen zu weich. Also, würde ich jetzt sogar sagen. Petersdaler kommt auch die Süße der Frucht auch noch dazu, die da ein bisschen mehr unterstützt wird. Macht es noch runder. Ja. Wer mehr auf Harmonie aus ist, genau. Ist dann sicherlich richtig. Wer es eher noch herber hat, ich jetzt diesmal auch wieder bei Bergquelle sogar. Ja, das ist deutlich weicher und abgepufferter mit Petersdaler. Und Elisabethenquelle, die sich eigentlich auch recht ähnlich sind. Ne? Die beiden Wasser hier jetzt in dem Zusammenhang. Und Bergquelle ist eher so knackig, ne? Das hat irgendwie schönes eiskaltes Schorle irgendwie mit Warmpause ist ganz frisch. Dann würde ich jetzt zu eurem sogar die Bergquelle nehmen. Ja, ich fand es auch irgendwie gut. Also Elisabethenquelle, Petersdaler gut, aber hier schlägt sich die Bergquelle tapfer. Was Frisches, Straightes irgendwie. Wobei man auch, also die Kohlensäure intensiver ist bei Elisabethenquelle und Petersdaler, aber weicher. Das kommt ja immer davon, wie lange man auch für eine Schorle vertrieben braucht. Genau. Das können wir jetzt mal da benutzen. Ja, dann ist dann doch in Corona-Zeiten ist ja das schon schwierig, wenn das Glas kreist inzwischen. Und man muss vielleicht wie ein Tourist an seinem Glas festhalten. Genau. Und dann kann das schon auch, ist das natürlich schon eine ganz andere Problematik im Moment. Ja, spannend. Gut, dann. Ich sag noch nicht so viel Schorle wegschütten. Ja. Interessant ist, dass es so einen großen Unterschied von Wein zu Wein gibt. Ja, das finde ich auch schon spannend. Ich habe nie gedacht, dass die Bergquelle mal zurückkommt. Ja. Ja, also wir haben das letztes Jahr ja mit der Rheinpfalz gemacht. Eine Verkostung, Wasserweinverkostung. Aber mit 20 Mineralwasser. Wo man dann letztendlich auch nur die wo man gesagt hat, die lohnen sich danach, den Wein auch zu probieren. Sonst wäre das ja ausgeufert. Wir hatten dann aber zwei Weine. Ja, und da ist dann tatsächlich, haben wir beide auch mit dem Wasser harmoniert, das wir gesagt haben, was am besten schmeckt. So, Bergquelle. Aha, habe ich hier. Ja, du kannst schon behalten bei dir, wir haben hier noch einen. Ja.
geht schon schneller, ne? Normale Leute. So, da steckst du den Helmut gerade ein. Zack, das geht schon. Flott. So, dann sind wir jetzt mal gespannt auf den Wein- und pfeffigen Riesling mit Bergquelle, Peterstaller, Elisabethenquelle. Ähnlich wie am Anfang, dass die Frucht in der Bergquelle untergeht und sich mit dem Peterstaler auf jeden Fall deutlich öffnet. Oder besser zeigt. Ja, Bergquelle ist wieder, nimmt dem Wein jetzt wieder was weg. Ist zwar jetzt von der Kohlensäure so, Geschmack, also vom Mundgefühl eigentlich schön, aber so der Wein. Der Wein ist ja eher auch Säure betont. Und ich glaube, dass so ein bisschen dieses Bergquelle, diese säurebetonten Weine noch akzentuiert und so in das Extreme bringt. Während jetzt Peterstaller in dieser Bienenquelle eher so ein bisschen charmanter wirken auf den Wein und die Säure dann in dem Fall auch ein bisschen mehr Puff haben. Und ist auch die Würzigkeit immer viel besser raus bei den zwei Wässern. Also das fehlt mir ein bisschen bei der Bergquelle. Das ist sehr, das ist nicht neutral, aber es ist die Pütze zeigt sich nicht so bei Bergquelle wie bei jetzt bei Peterstaller. Also schon gedacht, ich habe vergessen einzuschauen. Es ist deutlich würziger für mich. Jetzt beide drei einfach weiblich, also so der bei wo ist es jetzt bei Peterstaller oder? Und in dieser Bienenquelle. Wobei jetzt Peterstaller ein bisschen frischer wirkt und das Elisabethenquelle für mich filigraner im Moment. Ich finde, dass hier deutlich die Peterstaller am besten passt, finde ich zu dem Wein. Die Elisabethenquelle. Also Peterstaller habe ich das Gefühl, das puffert auch die Säure am stärksten. Ja. Also macht es ja auch, von der Theorie her sollte das ja auch so sein. Ja, der meisten Puffer mit Hydrogencarbonat da drin. Also die Quelle kommt ein bisschen spitz hinten dran. Ne? Ich auch. Dreimal verschiedene Favoriten eigentlich gehabt. Ja. Also es hängt wirklich, wir müssen das doch einführen nächstes Jahr, also an jedem Stand drei verschiedene Wasser und es dauert die Schlange ein bisschen länger dadurch. Ich habe es richtig zusammengefasst. Ich glaube, beim ersten Mal war so die Mehrheit Richtung Elisabethenquelle, beim zweiten die Mehrheit eher Richtung Bergquelle. Genau. Und jetzt beim letzten mehr Richtung Peterstaller eigentlich. Richtung Peterstaller. Das ist ja doch überraschend. So, wenn man sich jetzt eins aussuchen müsste als Allrounder, was man nehmen würde. Also bei mir war jetzt zweimal Bergquelle am wenigsten gut. Ja. Und dann das andere, und jetzt wenn ich die Bewertung von mir angucke, sind Peterstaller und Elisabethenquelle eigentlich auf einer Augenhöhe. Ja. So sehe ich es auch wenn ich die Analyse bei der sehe. Und ich meine, das den Mehrwert an den Inhaltsstoffen, dann scheidet eigentlich für mich Bergquelle aus.
Ja, schade, es gibt ja viele, viele Freunde der Bergquelle. Ich habe ja auch auf Facebook gepostet, das Paket, und dann kam gleich drunter Bergquelle, Bergquelle. Was bei mir bis letztes Jahr ja auch so war, aber das lag einfach auch daran, dass ich nie anders Wasser probiert habe, also dass ich es gar nicht ausprobiert habe. Und Bergquelle war eigentlich immer das Wasser, was man so genommen hat, und seit letzten Jahren nehmen wir bei uns im Laden Elisabethenquelle. Zu Hause Peterstaler. Das ist eigentlich auch ganz witzig, aber ich habe gedacht, die Elisabethenquelle hat damals gewonnen, deswegen nehmen sie mir. Aber ich finde beide auf Augenhöhe, aber es liegt natürlich, sind beides alle drei keine schlechten Wasser. Also man kann jetzt nicht sagen, Bergquelle ist Mist, das ist Quatsch, ne? Das ist ein tolles Wasser. Für Schorle ist in dem Vergleich, ist es eigentlich viel, viel spannender, wie die Unterschiede sind, dass es tatsächlich so von der Haptik her, vom Mundgefühl so Unterschiede sind und auch geschmacklich so Unterschiede sind, dass es sich so bemerkbar macht. Ja? Ein fünfter Schorle ist vielleicht egal. Für mich zeichnet sich so ein bisschen eine Tendenz ab, dass Bergquelle durchaus ein Wasser ist, was eher kraftvollere, intensivere Weine unterstützt, in dem Sinne, dass es ein bisschen schlanker, reduziert und ein bisschen spritziger macht, während jetzt Peterstaler und Elisabethenquelle eher besser sind, die, sagen wir mal, mineralische, schlankere, säureakzentuierte Weine ein bisschen runder macht. So hat sich das jetzt für mich so ein bisschen herausgestellt. Ja, dadurch, dass wir halt einfach mehr Puffer haben auch. Ne? Ja, aufgrund der, genau, Mineralgehalte. Also ich denke auch, Peterstaler und Elisabethen sind die hochwertigeren Wässer, die schmecken auch eigentlich besser am Anfang schon. Ich mache jetzt auch seit 15 Jahren Weinfest, für verschiedene Weingüter schon gemacht. Ich habe viel immer Bergquelle ausgeschenkt eigentlich und fand es auch immer gut. Eine Zeit lang im Weinlauf, dann Peterstaler. Und also für mich persönlich, mir fehlt beim Peterstaler ein bisschen so der... Schon der Bums so ein bisschen. Ich finde es immer so ein bisschen schaumig, das wir ja vorhin auch mal hatten, so schaumig, ne? Zu Feinheit für mich. Ich mag lieber das bisschen härtere, spritzigere, aber ganz interessant, ja. Ich denke, Elisabethen ist ein gutes Zwischending, ist hochwertiger wie Bergquelle und hat aber auch schön, ist schön frisch. Ja, und was jetzt hier so trinken und so? Ich habe wieder das Gefühl, dass es den Wein doch länger in Nachhall reinträgt. Also es ist diese feine Frucht, bleibt einfach ist ja, länger präsent. Nachprobiert ist einfach, ist, hat man im Elisabethenquelle mehr Wein. Ja, mehr Wein. Ja. Mehr Wein ist feiner, ist wieder klarer, ist fruchtiger. Ja. Also das lässt den Wein einfach schön dastehen. Ne? Wir müssen ja eigentlich aus Produzentensicht auch mal fragen, welches Wasser unterstützt den Absatz, den Konsum eigentlich letztendlich? Wo zischt es mehr? Wo ist der Wunsch da, den zweiten Schluck zu nehmen? Ja, das Problem wird wahrscheinlich jedes Jahr jeder Jahrgang ein anderes sein, dass, wie der Wein da zusammengesetzt ist. Wasser ist halt immer gleich. Ich wundere mich ja, dass man so gleiche Wässer da immer von den Werten hat. Und unser Wein differenziert ja immer jedes Jahr von Jahr zu Jahr. Ich meine, das ist Quellwasser und die Quellen sind wahrscheinlich gleich, aber ich meine, Unterschiede werden ja auch irgendwie kommen durch Oberflächeneintrag oder so. Ne? Ja, wobei diese Mineralwasser bedeutet ja, dass man praktisch unterirdisch irgendwo ein Wasserreservoir hat, was man anzapft, und es muss ein Wasser sein, was auch von Umwelteinflüsse abgeschottet ist. Das heißt, es sind ja meist Wasser, die schon Jahrtausende, vielleicht Jahrhunderttausende da irgendwo liegen, und ich glaube, die sind schon relativ konstant auch. Von ja, ich habe mal einen Vortrag gehört, dass so ein Wasser ist bis zu 150 Jahre alt, ne, wo angezapft wird. Ich hoffe nur, dass in Zukunft auch genug regnet, dass wir nach Stubenwagen kommt. Das wäre natürlich das Allerschlimmste. Ja. Dann müssen wir da mal einen Pur trinken. Würde man auch hinkriegen. Ist auch zurück zum Ursprung. Ja. Gutes Stichwort, zurück zum Ursprung. Das ist, glaube ich, auch gar nicht jedem klar. Der Wurstmarkt lebt ja eigentlich davon, dass man dort eine Schorle trinkt. Natürlich kann man auch, klar, bei euch im Weindorf, ja, ist es ja auch, da trinkt man auch Schorle, aber man hat eher eine größere Weinauswahl an Stillweine auch. Aber so der Klassiker ist eigentlich das Schorleglas auf dem Wurstmarkt. Und mit einem Schorle drin, und das wird noch gar nicht immer ausgeschenkt. Wisst ihr, seit wann es Schorle gibt auf dem Wurstmarkt? Ich glaube, 20 Jahre oder so.
Ja, ein bisschen was länger ist das, ja. Ich kann mich bloß an meine Großeltern erinnern, mein Opa hat noch nie eine Schorle getrunken auf dem Geschmack. Er hat immer nur Pur getrunken, das für mich war ein bisschen undienlich. Das waren halt Männer da auch. Ja, weil wenn man sich mit Freunden trifft und trinkt und trinkt und trinkt, ist halt die Schorle etwas, guckt man etwas länger in den Arm. Das Nachhaltige ist dann einfach. Obwohl, ich meine, auf dem Wurstmarkt, wir haben so viele verschiedene Weine und es ist auch ein Genuss, so viele verschiedene Weine zu probieren. Und ist ja irgendwie eine riesige Weinprobe auf dem Wurstmarkt. Ja, es gibt ja ungefähr 300 verschiedene Weine auf dem Wurstmarkt. Und Sekte, alle, ja. Und Sekte, alle sind eigentlich prämiert, ja, könnten eine Medaille tragen und das ist schon ein hohes Niveau, was wir da kriegen. Und deswegen haben wir auch 9 Tage Zeit, um sich da mal durchzuprobieren auf dem Wurstmarkt. Aber um zurückzukommen, die Schorle gibt es seit 1978. Okay. Also ich zitiere jetzt den Günter Bär vom Bärenhof. Ja. Und zwar hat er mir erzählt, dass er damals als Sanitäter geschafft hat auf dem Wurstmarkt. Und 1976, ja, der ein oder andere wird sich noch erinnern, vielleicht du vielleicht nicht. sehr, sehr heißes Jahr. Und es war eines der ersten heißen Jahre, wo einfach die Öxle-Grade so hoch waren, dass die Alkoholgehalte in den Weinen richtig groß waren, richtig Dampf hatten. Und 77 dann, als die 76er Weine ausgeschenkt waren, das in dem Waschmarkt, hat der Günther gesagt, war einfach Hochkonjunktur im Sanitäterzelt, weil alle so dermaßen blau waren, weil diese hohen Alkoholgrade da waren. Und da hat man dann beschlossen, darauf zu reagieren und hat erlaubt, dass man den Wein mit Wasser verdünnen darf. Und dann gab es die erste Schorle 78. Und seitdem gibt es Schorle. Hat sich aber offensichtlich durchgesetzt. Ja. Also das ist ja etwas, was man gern trinkt. Also was ist das Erste, was ihr schafft alle vom Wurstmarkt? Was ist das Erste, was du machst, wenn du auf den Wurstmarkt gehst? Schorle trinken, ja. Und noch irgendwas? Also Schorle trinken und gibt es irgendein Ritual oder gibt es irgendwas, was so als Erstes ansteht? Wenn ich auf den Wurstmarkt gehe. Ja. Ich meine, natürlich was anderes, wenn man zum Schaffen geht, als wenn man, ja, man privat hingeht. Also wenn ich auf den Wurstmarkt gehe, dann gehe ich mal durch Schuckerschlag, guck so durch, guck mir das Flair an und dann denke ich, was für Leute, die überhaupt keine Probleme mehr haben, die alle Probleme wegdiskutieren in dieser Welt. Ja. Ja. Und ich wünsche mir die Zeit, dass wieder Wurstmarkt ist, dass eben einfach die Leute auch auf engstem Raum miteinander kommunizieren. Ja. Und das hoffe ich, dass das doch mal wieder der Fall ist. Ja. Bei dir, Jan, gibt es da was? Was du als Erstes machst, oder du als Erstes machst? Oder überhaupt auf dem Wurstmarkt, irgendein Ritual, wo man sagt, das macht man jedes Jahr? Na gut, ich versuche als Erstes mal meinen Wurstmarktorten zu sichern. Das ist dieses Jahr schwierig gewesen. Ne? Und dann natürlich eine Schorle, das ist schon klar. Also muss auch gut gekühlt sein, ist wichtig. Und man probiert sich dann auch mal gern durch, ja? Also wie so die Kollegen guckt arbeiten und was es für Schorle-Angebote gibt. Das ist schon, also ich kann ja von uns als Schuka-Ständler nur reden. Schorle ist das Primärgeschäft da. Also ich glaube, im Weindorf ist es ein bisschen anders. Wird der Anteil der Schorle nicht ganz so hoch sein. Da wird man sicherlich noch das eine andere Glas pur trinken. Aber im Schuckerstand ist der Schorle die Essenz letztendlich heutzutage. Und das ist wichtig, dass gerade der Riesling-Schorle ist die Königsdisziplin. Weißabs ist so ein bisschen Randgeschäft, aber Riesling ist natürlich ganz wichtig. Sauer Riesling-Schorle. Und bei dir, Philipp, du hast ja zwei Gesichter, oder? Für den Waschmann. Du hast ja die Zeit, bevor er selber einen Standort hatte. Genau, und natürlich jetzt ist er im Standort. Richtig, ja. Ja, naja, ich erste ganz klar Riesling-Schorle holen. Nee, und dann ja, den Flair genießen, was zu essen holen, gucken, ob alles an seinem Platz ist. Ne? Hans hat da, wie an seinem Platz und so. Ob alles noch stimmt. Ja, bei uns, ich muss ja sagen, ich arbeite nicht auf dem Waschmarkt, sondern wir haben ja keinen Stand, dürfen wir ja gar nicht. Und klar, wenn man hingeht, Riesling-Schorle ist das Erste, was man trinkt. Und was bei uns aber auch das Allererste ist, was wir machen, sind holländische Pommes. Okay. Die gibt es aber bestimmt noch nicht. Die gibt es noch nicht 1978, aber das ist immer so der Erste. Ja, das ist so die Grundlage, ne? Mit Rot-Weiß. Ja?
mit Röschzwiebel. Kann ich mich erinnern, wie ich so die ersten Größenmärkte miterlebt habe, dass jeder Schuka-Stand noch so einen Kocher da stehen hatte und dann gab es Rindswurst oder irgend sowas. Bei den Röschmarkten, bei den Schuka-Ständen. Bei den Schuka-Ständen. Ich weiß nicht, ob das Essensangebot war nicht so groß. Und auch nicht so ausladend wie jetzt. Und bei jeder Schuka stand da nur so eine Töpfelkanne mit Würstchen. Ja, genau. Das haben wir vor 2 Jahren wieder kultiviert und probiert. Das finde ich eine tolle Idee. Weil ich meine, du kriegst von A bis Z alles zu essen. Inzwischen finde ich es fast zu überladen, das Ganze. Ja. Also Wollknarzer gibt es sonst irgendwie eine Schubkeistände oftmals, ja, manchmal so getrickelt oder sowas. Aber ansonsten ist ja das Essensangebot riesig, ja, was man hat. Aber stimmt, es ist vielleicht ein bisschen überladen. Wobei bei uns sonntags eigentlich das immer ganz nett ist. Sonntags ist dann mittags ins Weindorf zum Mittagessen, irgendwo gucke, dass man Platz kriegt. Und dann schön Mittagessen. Danach, dann, wenn man fertig ist, nochmal zu der Schubkirche rüber und dann läuft man mal aus, wenn man jemanden trifft. Mal gucken, ob man noch jemanden trifft. Heimgehen ist immer schwierig im Vorspark. Das muss man früh genug einplanen, das Heimgehen. Weil dann trifft man noch jemanden und den man schon lange nicht mehr sehen. 2 Stunden vornehmen. Mindestens. Da gibt es ein ganz tolles Gedicht von einer Dürkheimer Dichterin über den Vorspark, über das Heimgehen. Ja. Der dann mit seinem Freund überkocht ist und ich kann es nicht erzählen, aber ich weiß den Namen jetzt auch nicht. Das ist ein tolles Gedicht. Vielleicht schreibe ich es mal, vielleicht finde ich es. Da schreibe ich ein Video ran. Okay. Typische Eigenheit der Pfälzer, würde ich sagen, auf Wiedersehen und bleiben noch 2 Stunden. Ja, gehen ist nicht so einfach. Hopp. Hallo, hopp. Ajo, ich habe gedacht, bist du. Okay, super. Dann bin ich sehr gespannt. Also alle, die jetzt zugucken, haben wahrscheinlich auch das Paket gekauft und haben es auch zu Hause probiert. Bin sehr, sehr gespannt, wie eure Ergebnisse sind. Schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Wäre super. Da würde mich auch interessieren, welche Wasser bei euch jetzt gut angekommen ist. Bei uns war Peterstaler Elisabethenquelle eher so die Wasser, die besser geeignet waren, ja, tendenziell sogar ein bisschen zur Elisabethenquelle hin. Wobei beim Hamilton Wein, der die Bergwelle sich auch sehr gut präsentiert hat, muss man sagen. Bei eurem Wein und bei Pfeffingen war das, also bei Solstambach und bei Pfeffingen war das so, dass die Bergwelle ein bisschen gedrückt hat, die Weine, ne, nach unten gedrückt hat. Aber wirklich unterstrich, jetzt geht es nicht um Sage Bergwelle, du könntest nicht hingehen. Ja, das sind alles tolle Wasser für Schorle. Es gibt viel, 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 viel schlechtere, das muss man schon sagen. Also wenn man dann so diese ganz salzigen Wasser, das geht gar nicht. Ja, die machen den Wein komplett kaputt und manche haben auch gar nicht richtig Kohlensäure. Es sind schon 3 Top-Wasser gewesen, die habe ich auch ausgesucht. Das sind die meistgebrauchten Wasser auf dem Wurstmarkt und ich habe es ein paar Mal erwähnt schon. Wir haben letztes Jahr schon mal so einen Test gemacht mit der Rheinpfalz und da waren diese 3 Wasser auch in den Top 4 mit drin. Also das waren die 4 besten, diese 3 waren unter den 4 besten Wassern, die wir unter 22 oder 23 Wassern ausgesucht haben. Also wir haben nur die Creme de la Creme ausgesucht, die Weine natürlich auch, ja, die Creme de la Creme dazu. Insofern sind alle gut, aber spannend, wie doch die Unterschiede spürbar sind. Ja. Dann sage ich vielen Dank, dass ihr gekommen seid zur Wasserschorleverkostung. Und wenn ihr Lust habt, es gibt noch ein zweites Paket, das Boomer Weinpaket, also für Leute, die nicht so gern Schorle trinken, die mehr Stillweine trinken. Da sind dann ist ein Schorlewein dabei, eine Flasche Wasser. Dann sind noch 3, 4 Stillweine weiße dabei und ein Rotwein und das Video wird es dann auch geben, das müsste dann auch schon online sein, wenn ihr das seht. Und das, da geht es dann mehr um den Wurstmarkt, die Geschichte vom Wurstmarkt und es wird auch an unterschiedlichen Stellen gedreht, mal in der Michaeliskapelle, mal unter dem Riesenrad, was man jetzt sieht. Also wenn ihr Lust habt, das Paket gibt es auch noch unter weinsinzurück.de zu finden. Und wenn euch die Weine von Sobstambach oder Pfeffing oder Dating gefallen hat, ich glaube, ihr habt alle 3 auch einen Shop auf der Website, also einfach nachbestellen und gucken. Vielleicht noch in anderen Wasser probieren. Ja. Euer Lieblingswasser. Schreibt es unten rein, würde mich interessieren, sehr super. Ich danke euch. Ich danke euch und tschüss.
Okay. Eine interessante Probe. Ja, ja, echt. Aber wenn ich mir an den Wert haben.